Und weiter geht's direkt mit der nächsten Mission, Sotewast. Das ist eine V2-Raketenbasis. Letztes Mal haben wir schon die Vorschau angeschaut oder diesen kleinen Clip, aber den werde ich nochmal abspielen. Vielleicht funktioniert es dieses Mal besser, ohne dass es hängen bleibt und vor allem, dass man es auf der Karte erkennen kann. Das wäre ziemlich toll und wir spielen wie alle Missionen natürlich auf schwer. Und ja, gleich mal Mission starten. Soweit ich weiß, haben wir in Cherbourg über 40.000 deutsche Gefangene gemacht. Kaum zu glauben, dass wir so hart kämpfen mussten, nur um zu guter Letzt einen Trümmerhaufen in Besitz zu nehmen. Die Deutschen hatten dem Hafen so stark zugesetzt, dass es Monate dauerte, bis wir ihn endlich benutzen konnten. Und trotzdem hatte die Eroberung der Stadt auch ihre guten Seiten. In einem versteckten Bunker fanden wir Geheimdokumente der Nazis. Dies sind die Blaupausen der V2-Rakete. Ihre Basis liegt versteckt in einem Tal im Süden, nahe der Stadt Sotewast. Die Anlage, die allem Anschein nach noch nicht fertiggestellt ist, ist zur Hälfte in die Erde eingelassen. Die Startrampe selbst wird stark verteidigt, was den Einsatz von Bombern von vornherein ausschließt. Aus diesem Grund werden wir Fallschirmspringer einsetzen. Nach Einbruch der Nacht werden die Fallschirmjäger innerhalb der Mauern der Basis abgesetzt. Diese werden dann zu Fuß gegen die Basis vorgehen. Es ist eine sehr gefährliche Mission. Viel Erfolg. Wir werden schon erfolgreich sein, wenn es mal weitergeht. Ja, das tut es. Ach ja, immer diese schönen Bilder. Und dieser Bunker sieht wirklich heftig aus. Oder diese Raketenbasis. Haben wir im letzten Mal schon gesehen, wer es noch nicht mitgekriegt hat, aber da hat das Spiel irgendwie ein bisschen gesponnen und deshalb ja, mache ich das einfach nochmal. In der Hoffnung, dass es jetzt geht. Unser Hauptmissionsziel ist die V2-Startrampe, Jo, die sich genau hier scheint zu gehen. befindet. Wenn wir dort Sprengladungen anbringen, wird dies eine Kettenreaktion auslösen, die wahrscheinlich den ganzen Stützpunkt zerstören wird. Der Stützpunkt wird von Flugabwehrgeschützen gesichert. Diese begrenzen den Bereich, in dem es uns möglich ist, Fallschirmspringer abzusetzen. Schalten Sie diese Flugabwehrgeschütze so schnell wie möglich aus, um weitere Absprungzonen zu öffnen. Damit der Nachschub nicht abreißt, werden wir hier beim Hauptzugang einen weiteren Angriff starten. Denken Sie daran, wir haben dort keinen Stützpunkt. Das bedeutet, dass wir ein feindliches Lager einnehmen müssen, um an schwere Waffen zu gelangen. Bringen wir es hinter uns. Oh yeah. Okay, ihr habt den Captain gehört. Wir müssen diese Startrampe ausschalten. So, hat er noch was zu melden? Ich glaube nicht. Vorwärts, Ranger. Ja, ich werde mal kurz zur Stelle kennen, die Einheiten, wie immer halt. Verstärkung wird eingeladen. Und dann noch was? Wenn wir den Zugang halten, können wir dort einen Nachschubkorridor errichten. Je länger der Korridor offen bleibt, desto mehr Zeit bleibt der Able Company, um Verstärkung hindurchzuschicken. Vorrücken und die strategisch wichtige Position. Was hat denn der jetzt schon wieder? Sag bloß, das hängt wieder. Ich will's nicht hoffen. Nicht für ihn. So, leckt schon mal nicht oder bleibt nicht hängen. Was ich jetzt sagen wollte, V2 steht auch für Vergeltungswaffe 2. Und wie wir ja gesehen haben, werden hier dauernd welche, wo ist es denn? Hier weggeschossen. Und ich möchte ja nicht wissen, wo die überall landen, weil die bringen schon Tod und Verwüstung. Aber es müssten eigentlich schon Städte sein, weil die waren halt früher ziemlich
ungenau. Also es waren eher für Städte gedacht oder sowas. Große Ziele. Ja, und wir legen jetzt mal los. Moment. Die werden darüber gehen. Wir teilen uns so ein klein wenig auf. Ja, natürlich. Und dann gebe ich hier vielleicht noch eine Panzerabwehrwaffe und hier noch eine. Man weiß ja nie, was die denn so alles haben. Kleinen Moment noch, bis sie fertig ist. Was ja etwas dauern kann. Ja, bis dahin. Ich könnte neue Leute anfordern. Soll ich oder nicht? Ich kann die auch dahin setzen. Kann ich das wirklich? Das ist natürlich dann schon interessant. Cool. Andererseits muss ich auch sagen, das ist ein bisschen uncool. Ja, doch. Bisschen uncool. Hallo, ich sagte, ich sollte schmeißen. Aber das ist echt interessant, dass sie es nicht schmeißen, vor allem. Hallo. Okay, sie können nicht, sie werden alle sterben. Entschuldigung, Leute hier, wusste ich nicht. Also, dass man das machen kann. Coole Sache. Frage. Warum sind die jetzt davor gelaufen und warum läuft es außer Plan? Moment. Ich werde jetzt neu starten. Das war ja mein Klasse-Start. Eigentlich ja gar nicht. Hallo. Also das ist böse. Richtig böse. Ich weiß gar nicht, warum die losgelaufen sind. Habe ich den aus Versehen den Befehl erteilt? Eigentlich nicht. Ja, das kennen wir. Das kennen wir. Okay, ihr habt den Captain gehört. Wir müssen diese Startrampe ausschalten. War gerade anscheinend nicht gerade der günstigste Moment. Wenn wir den Zugang halten, können wir dort einen Nachschubkorridor errichten. Ja. Je länger der Korridor offen bleibt, desto mehr Zeit bleibt der Able Company, um Verstärkung hindurchzuschicken. Vorrücken und die strategisch wichtige Position besetzen. Jawohl. Also gut. Ach ja. Aber jetzt wird's besser laufen. Ihr schwitzt nicht. 1, 2, jetzt haben wir schon mal 2 Trupps. Und dann warte ich noch, bis sie alle vollständig sind und dann geht's los. Ich weiß, ich könnte noch eine anfordern dann. Wir haben eh bald zu viele Punkte, aber vielleicht schaffen wir es ja mit. Denen auch. Ah ja, alle da. Dann Angriffsbewegung auf diese Position. Und ihr von da. Bis auf das, dass wir hier durchgehen werden, zuerst. Erste Gruppe, kümmert euch um das Flugabwehrgeschütz. Können wir beim Sichern des Zugangs gut gebrauchen. So, und ihr geht dorthin. Ihr könnt euch mal eine Granate schmeißen, bevor wir alle draufgehen und sterben. Elendig. So. Infanteriereserve im Marsch. Verstärkung wird eingeleitet. War gerade irgendwie lauter als normal. Artillerie! Was? Beschuss wird eingeleitet! Hallo, warum schreien die plötzlich so? Oder kommt es mir nur so vor? Ja, egal. Wird mir nur so vorkommen. Ach. Alles scheint durcheinander. Keiner blickt irgendwas, aber weiter so. Oh. Hallo. Ja, ich weiß, sie lieben es gerne dauernd zu schreien. Oh. Und es ist nur bei mir so laut auf Moor. Hä?
Keine Ahnung. Moment. Ja, doch, dürfte einfach nur mal passen. Los. MG 42 im Wachturm. Wir sind erledigt, wenn wir sie nicht flankieren. Oh, verdammt. Los. Benutzt eine Sprengladung oder ein Panzerabwehrgewehr, um ein Loch in die Mauer zu sprengen. Ja, wenn die halt hier mal Hände machen würden. Nicht sterben, einfach nur das Ding hinschmeißen. Das ist wirklich so extrem schwer für euch. Das schaffen die nicht. Vor allem, wie die immer durcheinander schreien. Bla bla bla. Ranger, bereit für den Kampf. Vor allem, wenn es aufdringlich ist. Befehle. So. Los. Macht jetzt. Die Sprengladung. Einfach mal dorthin. Ihr habt genügend. Ist es. Komm. Meißen. Ja, endlich meißt er mal. Darauf habe ich schon gewartet. Die haben schon bald wieder die volle Stärke. Wenn jetzt zwei sterben mussten, aber... Naja, scheint nicht anders zu gehen. Hier sind die Eagles. Oh. Da brauchen wir neue Rekruten. Ja, nicht Rekruten, neue Soldaten. Da kann man auch rumlaufen. Aber wir gehen einfach mal innen entlang, oder? Innen ist cooler. Fallschirmjäger, bereit für den Kampfeinsatz. Ranger. Ranger. Zum Stützpunkt gesichert. Versorgungskorridor errichtet. Gute Arbeit. Kümmern wir uns jetzt um diese V2. Okay, Fallschirmjäger, seid vorsichtig. Bekommen wir nicht irgendwann Verstärkung? Okay, Fallschirmjäger, seid vorsichtig. Wir müssen die strategisch wichtigen Positionen beim Haupttor sichern. Die Deutschen dürfen sie nicht zurückerobern. Die Able Company schickt Verstärkung. Wir müssen den Versorgungskorridor offen halten. Das machen wir schon. Die Konstruktion ist Hauptzugang verteidigen. Ja, könnte man in das scheiß Gebäude reingehen? Sir, rein in das Gebäude. Ich weiß gar nicht, was geht da jetzt wieder ab. Ja. Wir haben wieder die volle Einsatzstärke. Okay. Jawohl. Normaler Trupp ans MG. Wir haben ja kostenlose, also warum nicht auch benutzen. Der Zugang zu unserem Stützpunkt wird angegriffen. Und rein da. Die Sicherungsstaffeln. Ja, ihr macht da gar nichts. Ihr macht gar nichts mit unserem Punkt. Der bleibt nämlich unser Punkt und den werden wir verteidigen.